Einen wunderschönen guten Tag, meine Handwerksfreunde, Heimwerkerfreunde und Zuschauer. Ja, ein neuer Vlog ist gestartet, eigentlich der erste hier auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ich hatte euch auf Instagram gefragt gehabt, ob ihr Lust auf einen Vlog habt, ob ich das, was ich jetzt hier gerade im Hintergrund mache, ob ich darüber ein Video machen soll, beziehungsweise mehrere kleine Videos. Dann kann ich nämlich wirklich in Detail auf die einzelnen Fragen von euch eingehen und euch Schritt für Schritt zeigen, worauf es ankommt, was mir wichtig ist, was eventuell euch wichtig ist. Wenn ihr Fragen habt, von vornherein fragt, stellt die bitte als Kommentar. Und wenn ihr Bock habt, folgt uns auf Instagram. Da seid ihr wirklich live mit dabei. Denn das, was ihr jetzt alle seht, hatte ich schon vor 2 Tagen dort gepostet. Fangen wir mal ganz grob an, und zwar sind das hier die Sparren. Insgesamt haben wir davon 7 Stück von einer Länge von ungefähr 5,50 Meter. Die wurden jetzt in der Zwischenzeit gestrichen, 2-mal, und wir haben oben schon mal einen Gummi aufgebracht. Das ist, dient nachher zur Glasauflage. Hier kommt oben drauf VSG-Glas. Zeige ich euch gleich nochmal. Das Tolle daran an den Sparren ist, dass sie schon so weit ausgeklingt sind. Also hier haben wir den Abbund, das ist alles schon fertig von der Firma Steder. Also das ganze Video bzw. das Dach ist in Kooperation mit der Firma Steder zusammen entstanden. Das heißt, es ist ein Bausatz und es ist alles soweit schon vorbereitet. Selbst die Bohrung, na, hat Steffi hier, selbst die Bohrung, da sind schon vorgebohrt. Und wir haben uns dafür entschieden, dass das vorne hier so schön mit Rundung ausgeklingt wird. Dementsprechend sind natürlich auch die Kopfbänder so. Ne? Die Kopfbänder sind quasi so Querstreben. Und die haben auch so eine Rundung. Genau, wir hatten jetzt die letzten Tage, hatten wir das Ganze gebohrt gehabt. Mit einem Fosnerbohrer. Und vorgebohrt. Ne? Also so ein paar Vorbereitungen haben wir getroffen. Und in den Bohrungen kommen dann diese kleinen Rundhölzer rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, die hatten auch immer so einen Begriff. Die werden da mit einem Hammer reingeschlagen. Ne? Die müsst ihr natürlich auch vorweg lasieren. Das Tolle daran, ihr habt wirklich Schrauben sind dabei. Gummi ist mit dabei. Und sogar ein Forstner-Bohrer ist auch mit dabei. Ne? Natürlich braucht ihr noch massig an Werkzeug. Sprich Klemmzwingen, sprich einen Spaten. Akkuschraubern vernünftigen, vielleicht eine kleine Kappsäge, damit ihr so kleine Rösthölzer zuschneiden könnt, beispielsweise jetzt hier für unser Ständerwerk, zeige ich euch gleich alles nochmal, vernünftige Arbeitsböcke sowie auch dementsprechendes Zubehör, um die Löcher in den Wand zu befestigen oder zu bohren. Das zeige ich euch auch noch mal. Dann habe ich hier mit dabei meinen multifunktionalen Werkzeug von der Firma Wolfkraft. Ganz, ganz tolles Teil. Genau. Tauchgrassäge von Bosch. Und natürlich Werkzeug, Wasserwagen und 2 multifunktionale Leiter. Das ist die erste. Da hinten steht die zweite. Ich habe mir jetzt noch eine dazu bestellt. Kostet um die 120 Euro und ich kann euch wirklich ans Herz legen, das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Leiter. Die könnt ihr auch, also die hat jetzt 3 oder 6 Gelenke und ihr könnt die als so ein U, als Gerüst aufstellen, aber auch so. Und das Tolle ist halt, die kommt in jedes Auto hinein. Also die könnt ihr zusammenklappen, dann hat sie vielleicht noch eine Höhe von Meter ungefähr und eine Breite von 40. Passt wirklich in jedes Auto hinein. Dann habe ich mich dafür entschieden, ja, für ein Dreibein, also das Ganze 2-mal, plus so eine Stange, ich weiß jetzt leider die Bezeichnung nicht. Darauf liegt dann die Fette. Die Fußfette, sagt man dazu, das ist die Fette, die hier vorne ist. Und hinten an der Wand, die ist auch schon angebracht worden, das ist die Wandfette. Und hier kann man halt auch sehen, hier hinter verbirgt sich dann die Schraube. Das ist das Mauerwerk, das ist ein Haus, ich glaube Baujahr im Ersten Weltkrieg ungefähr. Und da ist natürlich immer schwer. Ne? Wir haben jetzt hier einen Vollstein verbürgt und
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe jetzt Gewindestangen eingeklebt, ungefähr 300 mm tief. Diese mit einem Induktionskleber befestigt. Das ist ein Mörtel mit so einem zwei Komponenten Mörtel, der dann steinhart wird und dann klebt ihr die Gewindestange quasi ein. Dann kommt eine Unterlegscheibe hier rein und eine Hutmutter. Ne, keine Hutmutter, eine ganz normale Mutter, dann wird das Ganze festgezogen am nächsten Tag und dann kommen diese Holzklötze rauf. Normalerweise klebt man die fest, ich habe die jetzt erstmal lose gemacht, falls ich da nochmal was nachziehen möchte. Was man dann hier noch schön sehen kann, ist, dass das hier schön anliegt, unten wiederum nicht. Haben wir hier einen Zentimeter Luft oder fünf. Das ist so, ich könnte das jetzt richtig ranziehen. Ich habe aber Bedenken, der Holzbalken wird jetzt nicht nachgeben, sondern eher das innere Mauerwerk. Und dann habe ich da so eine Beule drin und das will ich halt nicht, dass ich das Mauerwerk irgendwie, ja, dass ich das dann schwäche. In der Regel ist es halt so, oben unsere Wandfette, links und rechts ein Pfosten. Die Last, die ist ja nachher, kommt von oben und dann drückt sie auf die Wandfette und dann links und rechts auf den Pfosten links und rechts. Das heißt, müsst ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt hier ein Brett hinlege auf die Terrasse und das ist ein bisschen weiter raus und stelle mich dann rauf und dann stelle ich hier auch was hin. Also wie gesagt, das Ganze kippt dann nicht, ne? Das hält schon. Und deswegen gehe ich jetzt die Gefahr nicht ein und ziehe die Schrauben Bomben fest, sondern ich ziehe die einfach nur handfest. Genau. Die Tauchgassäge habe ich zum Beispiel für sowas verwendet. Hier ist ein Antennenkabel und das habe ich einfach hier durchgeführt. Ne? Das wird dann später nochmal mit Abdeckung dementsprechend kaschiert. Ja. Zum Thema Mauerwerk, das ist halt eine heikle Angelegenheit, würde ich sagen. Ich würde, es ist definitiv bei so einem Dach, da reichen jetzt nicht so kurze Schrauben, auch nicht 10. Das ist definitiv zu wenig. Da müsst ihr, wie gesagt, mit Gewindestangen und sowas arbeiten. Vor allem, wir haben jetzt oben VSG-Glas drauf und da kann ich euch einfach nur empfehlen, lasst euch da irgendwie beraten. Jetzt nicht gerade im Baumarkt, sondern wirklich bei einer Fachfirma, bei einer Baufirma. Hilti beispielsweise oder Fischer Technik, ne? Belest euch da und informiert euch da richtig. Fragt vielleicht einen Statiker. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Diese Wandkonstruktion hier und am Ende die Fundamente. Wir haben hier vier Fundamente, kommen hier rein. Eins, zwei, drei, vier. Und die sind auch nicht 20, 20, 50 tief, sondern die werden wahrscheinlich 60, 60, 80 tief werden. Das werden richtig große Klopper werden. Aber ihr müsst bedenken, da kommt ja später Glas drauf. Und plus Schneelast und Windlast, das Ganze muss wirklich halten. Ne? Dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Bohren. Ich habe, wie gesagt, das ganze Zubehör von Hilti verwendet, auch den Kleber. Ich habe auch einen speziellen Bohrer, und zwar der Hilti TE-CD. Das ist ein Bohrer, 14 mm Durchmesser in etwa. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Auf jeden Fall hat er vorne an der Bohrkrone hat er zwei Löcher und dementsprechend wird das Ganze dann abgesaugt und ja, ihr spart euch das ganze Absaugen beim Bohren. Ne? Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Technik. Wie gesagt, ich werde mal gucken, ob ich dazu was finde und dann werde ich das Ganze in der Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram. Da werdet ihr mit jedem Tag eine Story folgen. Außer es kann sein, eine Woche wird es mal Pause geben. Dann bin ich nämlich woanders unterwegs. Genau. Was ich euch noch mal kurz zeigen wollte, ist, upsala, das ist die Fußfette und dieses kleine Teil hier, so eine Levelbox, damit könnt ihr beispielsweise so eine Art wie eine Wasserwaage und auch die Gradzahlen ablesen. Und das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Sache. Lege ich euch wirklich ans Herz, wenn ihr jetzt dieses Jahr ein Terrassendach bauen wollt oder ein Carport oder einen Schuppen. Ich habe mir nämlich jetzt schon hier oben diese Abdeckung von den vom Dach besorgt, die dann hochkant hingestellt und darauf lege ich dann diese Levelbox und dann ich brauche jetzt eine Dachneigung von 7 Grad und dann kann ich dementsprechend dann den Pfosten mir auf Höhe positionieren. Und jetzt geht es weiter mit den Pfosten. Die werde ich nämlich jetzt unter der Kopf- oder Fußfette befestigen links und rechts und dann kommen die Sparren und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin, euer Meister Handwerk. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren.